liebe Grüße nochmal an dieser Stelle an Norbert. Da nützt es dir gar nichts, wenn du im Flächennutzungsplan als Kleingartenanlage irgendwie eingeschrieben bist. Wenn der Wohnraum knapp wird in Berlin, dann werden unwichtige Anlagen, und unwichtige Anlagen sind einfach welche, die für die Allgemeinheit nichts zu bieten haben, dann werden die halt einfach platt gemacht. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf unserem Kleingartenkanal. Und ihr wisst ja, uns geht es immer um Öffnung der Kleingartenanlagen, um Soziales im Kleingarten. Um was geht es uns noch? Freundschaft, Vertrauen. Viel Freundschaft, Vertrauen und Ernte. Das heißt also, dass wir auch bei uns in unserer Anlage, in unserem Verein, ja, versuchen einiges anzustoßen, und dafür waren wir heute mal wieder in Mission unterwegs, zum Beispiel auf dem Saisonabschlussfest. War ganz spannend, oder? Es war ganz spannend. Du hast eine Rede gehalten, die ich etwas als zu lang empfand, aber wir wurden danach wirklich drauf angesprochen. Ja. Wir haben schon drei Leute, die uns jetzt, wir wurden drauf angesprochen und das ist gut. Ja. Und das ist sehr schön und wir hoffen, dass es noch mehr Leute werden. Also alle Rosenthaler, ja, seid gerne mit dabei. Unterstützt uns alle gegenseitig. Ich weiß gar nicht, was jetzt so lustig war. Weil die Frau gerade, hast du es nicht gesehen? Nee, habe ich nicht. Die hat halt gerade so gemacht. Hast du es nicht gesehen? Nee. Ich glaube, die hält uns für verrückt. Nicht nur sie. Ja, gut. Ja, wer will, kann helfen. Wer nicht will. Ich bin völlig fertig gerade deswegen. Dann lege ich mal los mit der Arbeit an der Hecke. Lange genug hat es gedauert, sieht auch ganz schön ausgefranst schon aus. Wir sind ja mittlerweile stolze Besitzer einer Akku-Heckenschere. Dementsprechend ist das Arbeiten hoffentlich auch super einfach und unkompliziert. Also Klick hat es gemacht und auf geht's nach draußen. Wir starten mit dem Beschnitt hier der Hecke vorne. Die haben wir ja jetzt über tatsächlich Wochen, Monate nicht beschnitten, weil die so schön geblüht hat, gelb. Und da jetzt die allermeisten Blüten abgeblüht sind und die echt ausgefranst aussieht, wie ihr das hier sehen könnt, schön. Ja, haben wir gedacht, jetzt ist endlich Zeit für den Beschnitt der Hecke. Und so sieht sie nun aus, unsere Hecke. Ja, immer noch ein bisschen fransig. Und was mir hier auch aufgefallen ist, teilweise ist eine ganze Menge altes Laub und Co. drin. Aber ich denke, das geht schon so in Ordnung. Wir wollen ja eine natürliche Hecke haben. Und außerdem wird es diese Hecke nicht mehr so lange dort geben, denn wir planen hier vorne ja was, so einen fluiden Bereich zu gestalten. Und dementsprechend wird es da sowieso bald ganz anders aussehen. Und bevor es weitergeht, gleich mit Mittagsruhe. Nächstes Akkugerät. Und zwar unser Rasenmäher. Das muss ich noch schnell nutzen. Der wird hier auch ganz einfach eingeklickt. Ganz einfach ist immer gut gesagt, weil der verkantet das, oder das, diese Akku verkantet sich ganz schnell. Aber diesmal nicht. Sehr schön. Ich hoffe, im Gegensatz zur Schrebergartenserie bei Kabel 1 funktioniert das jetzt mit dem Rasenmähen. Puh, nochmal alles rechtzeitig vor der Mittagspause, also Lärmschutz geschafft, Rasen ist gemäht und auch die Hecke geschnitten. Ich gehe da immer so ein bisschen taktisch vor, gerade wenn ich nicht mehr so viel Zeit habe bis zur Ruhepause. Ich mache dann alles fertig, was Lärm macht, und draußen die Hecke zum Beispiel, die Abschnitte, das kann ich jetzt wegmachen. Das wird niemand weiter stören, ist nicht so sehr laut. Ja, da freue ich mich.
doch schon wieder einiges geschafft in wirklich kurzer Zeit hier. Finde ich hell, ja. Ausblick. Und was halt so auch einfach geil ist, du hast halt niemanden über dir. Du hast halt einen Balkon, der von oben quasi, weil keiner da ist, und von unten nicht einsehbar ist. Du kannst den ganzen Tag nackt auf dem Südbalkon rumliegen. Das ist ja das Hauptziel eigentlich. Natürlich. Also das ist auch die perfekte Überleitung. Das wissen wir. So, die perfekte Überleitung dafür. Macht die Flächenkonkurrenz. Es gibt gar keinen Grund dagegen. Ja, danke. Ja. Gut. Ja, Tim, das ist nämlich auch ein bisschen unser Thema heute. Ich sag dir das nachher auch nochmal. Okay. Das ist ein bisschen unser Thema heute, ne? Flächenkonkurrenz. Flächenkonkurrenz? Ja. Flächenkonkurrenz ist unser Thema? Ja, weil man ja kaum Wohnung findet. Weil du so viel Fläche hast. Ja, ne? Es gibt ja kaum Wohnungen einfach mal. Und das spüren Martin und ich derzeit sehr, weil wir ja eine Wohnung suchen. Ihr sucht nicht eine Wohnung, ihr sucht zwei Wohnungen. Stimmt, wir suchen zwei Wohnungen. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Ja. Ihr zieht nicht gemeinsam um, sondern getrennt ja. Möchtest du mal sagen. Genau. Ist auch wichtig zu sagen. So, und da merken wir halt gerade, dass es kaum Wohnungen gibt. Und es ist tatsächlich so, dass es kaum Wohnungen gibt. Nicht nur teure Wohnungen, sondern es gibt halt einfach wenig Wohnungen. Heißt ja. Flächenkonkurrenz. Flächenkonkurrenz in dem Sinne, dass man jetzt sagt, hier guck mal, wir sind jetzt hier in der Kleingartenanlage. Ja. Was kommt jetzt? Ja, und jetzt stellt man sich die Frage, kann man die nicht platt machen und Wohnungen hier bauen? Theoretisch ja. Okay, praktisch macht man das aber nicht, weil wir unser Kleingarten heißen. Nein, und weil es hier die Möglichkeit gibt, Leute einzuladen und Erholung und wie auch immer. Wir haben das oft genug thematisiert. Ich mache mich jetzt unbeliebt. Ja. Lasst uns doch das verschissene Tempelhofer Feld bebauen. Das ist jetzt... Da, wo die kleinen Kinder von den ganzen Prenzlauer Bergeltern sich die Knie aufschlagen, beim Inlineskating... Lasst uns da doch Wohnung hinbauen. Und Kleingärten vielleicht auch. Wohnung. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo zusammen. Ich habe hab heute unseren Vorstand mal gebeten, dass ich mal das Mikrofon bekommen kann. Denn ich möchte für euch singen. Nee, will ich nicht. War Spaß. Aber ich habe einen Aufruf, den ich starten möchte. Tim ist auch dabei. Manche kennen uns als die Biene und die Karotte vom Rosenthaler Herbst. Letztes Wochenende. Weil wir Leute, HelferInnen suchen, die uns dabei unterstützen wollen, hier etwas Öffentlichkeitswirksames zu machen. Und zwar diese Hochbeet-Aktion. Ja, also Hochbeete zu bauen hier innerhalb der Anlage an populärer Stelle, um Leute von außerhalb hier auch herzulocken, so ein bisschen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen eure Mithilfe. Tim, hast du noch irgendwas? Nein. Dann war es jetzt. Soll ich doch vielleicht singen? Nein. Dann danke, Roland. Ja? Also meldet euch gerne. So, hier wird gerade Pause gemacht mal, weil ja so viele gefragt haben nach Martin. Wink doch mal. Da ist er. So, und Tim, hast kein Mikrofon um, also frage ich dich auch nichts weiter. Ich zeige euch mal ein bisschen, was hier im Kleingarten heute abgeht, nachdem wir ja politisch schon sehr, sehr viel bewegt haben. Ich hatte ja hier die Gründüngung ausgesät und man kann es schon sehen, da kommt schon was. Ja? Also hier hatten wir eine Gründüngung-Saatmischung hier ausgegeben und das will ich auch noch für das Kohlbeet, den Kohlbeetbereich dort machen. Da wird dann das Mulchmaterial beiseite gehakt und dann geht da die Gründüngung hierauf, genau. Nur nicht auf die komplette Fläche, denn ihr seht ja hier den Palmkohl stehen. Leute fragen immer nach Palmkohl und Schwarzkohl. Ja, ist wohl Schwarzkohl. Daneben ja auch der Rosenkohl. Und da haben wir schon einiges drüben im Hochbeet geerntet, weil da war er teilweise schon sehr groß. Wir lassen auch noch die Sonnenblumen hier drin stehen, weil die auch noch reif werden. Aber ansonsten wird hier ganz viel aus dem Bereich beiseite gehakt. Hier habe ich übrigens nur einzelne Sellerie stehen. Ja, es sollte eigentlich Knollensellerie werden. Ich glaube ja nicht mehr daran, dass der in diesem Jahr noch etwas wird. Was hier Martin schon stark zurückgeschnitten hat, ist der Mais. Also da hat er das abgeschnitten und vor allem auch einige Maiskolben geerntet, die wohl nicht sonderlich lecker sind. Und in den Stängeln, die hier stehen bleiben,
Ja, da haben natürlich auch die ganzen Insekten noch die Möglichkeit, sich drin zu verstecken und so ein bisschen das als Unterschlupf und Nahrungs zu sehen. Genau, hier sehen wir auch weiterhin den Brokkoli, wie er schön blüht und teilweise noch so ein paar Knospen bildet, die man ja auch ernten kann dann heute. Und dann, wenn der hier komplett verblüht ist, weil hier kommen immer noch mal einzelne Wildbienen vorbei, wie ihr sehen könnt, dann geht der auch raus und dann wird auch hier eine Grünung noch gesät. Das wird dann sehr, sehr bald der Fall sein. Ja, die Zucchini-Pflanzen hatte ich ja auch nicht zurückgeschnitten wegen dem Mehltau. Das hat bei den beiden auch ein bisschen was gebracht. Das heißt also, da sind auch ist nur junges, frisches Zeugs mit dabei. An anderen Stellen ja, kommt hier nicht mehr viel. Diese Zucchini, da braucht schon beispiel ewig schon, um noch zu wachsen, ob da noch großartig was kommt. Es ist doch jetzt sehr, sehr kalt auch geworden. Was ich noch gemacht habe, ach, könnt ihr mal einen Blick rüberwerfen. Geht hier heute auch schon gesehen. Hier hat den Rasen ist schön kurz. Da ist auch schon viel zurückgeschnitten. Sieht ja wunderbar aufgeräumt bei ihr aus. Habe ich immer noch hier den Kürbis liegen. Den muss ich auch noch mal ernten, bevor ihn die ganzen Schnecken aufessen. Und was hatten wir hier in der ganzen rote Beete noch drin? Und ich wollte mal ins Gewächshaus gehen, denn da habe ich heute auch mal ein bisschen aufgeräumt. Das heißt also, ich habe die alten Melonen rausgenommen und auch die, den Bohrreitsteller in Massenstand. Einfach damit das Gewächshaus im Winter auch genutzt werden kann, so ein bisschen zum Einlagern. Ich habe hier die Peppino reingestellt, wo ich ja vor einer Weile mal gefragt habe, ob die denn schon reif ist und das dann hieß, nee, ist sie noch nicht. Wo ist sie denn jetzt? Oh Gott, sag bloß nicht, dass die beiden, nee. Die muss richtig, die hat jetzt langsam auch schon lila Streifen, aber ich glaube, das muss noch mehr werden. Also ein bisschen darf hier noch kommen und das auch gerne im Gewächshaus, wo wir ja ein geschütztes Klima haben, weil es doch ganz schön kalt auch geworden ist. Und man sieht hier auch die Aubergine drin, wo ich auch nicht mehr glaube, dass da so viel passiert. Aber vielleicht ja im Gewächshaus und die Ananas sowieso und überhaupt. Martins Strelitzia sieht eher ein bisschen traurig aus. Da haben sich die Schnecken auch mit ein bisschen beschäftigt. Und naja, wir haben immer noch mal ein paar Tomaten, die geerntet werden können. Und was langsam in Richtung Blüte geht, ist hier die Artischocke. Bin ich ja mal gespannt, ob da noch im goldenen Herbst hier ein bisschen, ein bisschen Artischockenblüte zu sehen. Was immer hübscher wird, ist unsere tolle Stockrose Malve hier, die sich selbst ausgesät hat. Ja, das waren, glaube ich, noch Samen von der Pflanze, von einer Pflanze, die letztes Jahr war. Und die hat so eine tolle Farbe, dieses Lila, und kriegt so viele tolle Ausläufer. Bin ich ganz, oder sind wir extrem begeistert auf jeden Fall von. Ja, der Spinat, den ich hier ausgesät hatte, der ist so einseitig, wird da ganz gut. Und hier, keine Ahnung, ob da irgendwas nicht so funktioniert hat. Apropos Aussaaten, können wir auch nochmal zu den Aussaaten gehen über den sehr berühmten Lotti-Steg. Und da hatte ich ja auch diverse Aussaaten noch gemacht. Und da kam letztens von Christine die Anmerkung, dass Spinat wird auf jeden Fall was. Spätestens zum nächsten Jahr dann. Aber die rote Beete, die ich hier auch ausgesät habe beispielsweise, die werden wir wohl in diesem Jahr einfach als Babyleaf ernten müssen, weil da nichts mehr weiterkommt. Ach, was ich mir nachher auch auf jeden Fall mitnehme, sind unsere leckeren, super, super leckeren Weintrauben. Die sind richtig schön, auch in den Säcken schön geschützt. Richtig cool. Ah ja, hier seht ihr mal, wir haben auch einiges zurückgeschnitten. Das heißt, Katja hat ihr heute wieder geholfen und die hat auch zum Beispiel den Topinambur an verschiedenen Stellen zurückgeschnitten. Der Borschen habe ich hier auf den Kompost gehauen. Da entsteht auf jeden Fall wieder eine ganze Menge Energie für unseren eigenen Kompost. Ja, ansonsten war Anfang der Woche die Grubenabfuhr da. Jetzt können wir wieder unsere Grube voll machen, sage ich mal schön. Ach, von hier sieht es jetzt ganz schön aus mit den Aussaaten. Man sieht also, dass da doch auch noch was kommt. Also mindestens der Spinat. Dann ist hier so eine Blücksalatmischung, die ich da hatte. Die hatten wir von der Gardencon mitgebracht. Also die haben wir da geschenkt bekommen. Da kommt auch noch einiges. Ja, der Gartenbokashi, die habe ich letztens gesehen. Da ist auch ordentlich Flüssigkeit drin. Da kann ich mal abzapfen. Und dann kann man da auch mal ein bisschen was nehmen, um den Boden einfach auch aufzubessern. Ja, und was hier weiterhin trocknet, hat Katja ja letzte Woche vorbereitet. Katja, man ist ja auch richtig amüsiert. Ja, dann lieber nicht. Aber Katja hat ja letzte... Katja würde gerne was erzählen. Katja hat ja letzte Woche den Salbei hier aufgehangen, der schön trocknet. Was möchtest du denn erzählen, Katja?
Wiederhol doch einfach nochmal, was du gerade gesagt hast. Einfach nochmal ganz. Na, wo drüber wir gerade? Es ging um Verkehr. Ja. So, und jetzt ist der Punkt wieder gekommen, wo dieses Video nur ab 18 zugelassen ist. Ja. Und dementsprechend wird es auch rausgeschnitten. Ja. Ja, was natürlich hier auch noch gut wird, ist unsere. Ja. Na und? Als wenn jemand U8 dieses. Das guckt man. Schreibt mal in die Kommentare, seid ihr schon 18 oder werdet ihr das? Jetzt haben wir nochmal eine Ansprache gehalten. Du hast eine Ansprache. Ich habe eine Ansprache gehalten. Du hast das ganz toll gemacht. Ich habe ein bisschen viel geredet. Ne? Ein bisschen war ein viel bisschen geredet. Aufgeregt auch. Ein bisschen viel geredet. Aber ja, ich bin halt ganz ab und zu mal ein bisschen aufgeregt. Ja, das stimmt. Ja, weil, weißt du, bei mir ist jetzt die ganze, ist es auch emotional einfach so ein bisschen, weil ich ja, wie gesagt, eine neue Wohnung suche. Und nun war ich am Anfang dieser Woche, ja, war ich ja zum Landesverband der Gartenfreunde auf eine Weiterbildung, ja, zum Thema, wie können wir unsere Kleingärten sichern. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen erstaunt darüber. Ich habe erst gedacht, weil da stand irgendwie online, dass Teilnehmerinnenplätze für, glaube ich, 13 oder 18 Leute sind. Und da dachte ich so, na, da bin ich ja mal, das ist dann ganz schön, sind ja nicht gerade viele Leute, aber naja, mal gucken. So. Okay. Und habe dann schon eigentlich die ganze Zeit überlegt, was ich da um alles, eine Wohnung zu finden. Nein, was ich da alles Tolles an Inspiration bekommen werde, wie wir unsere Kleingärten schützen können. Ja. Und war dann so ein bisschen enttäuscht. Bisschen sehr enttäuscht, weil, glaube ich, 2, 3, 4, 5, weil wir 7 Leute waren, die da waren, okay, zusätzlich zum Referenten. Schöne Grüße, Norbert. Der, mit dem bin ich sehr gut ins Gespräch gekommen, da übrigens. Ja. Und deine Befürchtung ist jetzt so ein bisschen, ich sag mal so, das fehlende Engagement für Kleingärten zu öffnen, was uns ja wichtig ist, könnte uns vielleicht irgendwann auf die Füße fallen, weil man dann sagt, okay, dann nehmen wir das Gelände von Kleingärten und bauen da Wohnung hin. Und du bist gerade so ein bisschen im Zwiespalt, dass du ja selbst suchst. Ja. Was für mich nicht bedeutet, dass ich natürlich, also ich möchte natürlich nicht, dass die Kleingärten dafür platt gemacht werden. Nein, aber du kriegst gerade so den Zwiespalt und die Not mit. Ja, ich kriege halt mit, dass wenn ich bestimmte Arten von Wohnungen suche, dass da Wohnungen in Berlin aufploppen, in so einem Umkreis von ungefähr 10 Kilometern, in dem ich suche nach einer bestimmten Art von Wohnung. Und dann sind da, abgesehen von Tauschwohnungen, ja, sind da dann 3 Anzeigen online pro Tag. Das geht mir am meisten auf den Sack. Tauschwohnung und möblierte Wohnung. Ja. Ist ja nur da, damit man noch Geld mehr Geld machen kann. Genau. Nein, und also dass man halt dort irgendwie in so einem Umkreis von 10 Kilometern hast du 3 Wohnungsangebote, die dann halbwegs bezahlbar sind, trotzdem super teuer. Und die sind dann für maximal 48 Stunden online und dann sind die Wohnungen weg. Aber du bist ja gerade noch im Rennen. Du bist ja gerade noch im Rennen für ein paar, wie ich finde, ganz tolle Wohnungen. Ja, ja. Und auch hier gibt es die Möglichkeit, nicht nur zu liken, sondern Wohnungsangebote zu schicken an den lieben Robert, damit er unterkommt. Ja, also wenn ihr Wohnungen zur Verfügung habt in Berlin, dann natürlich optimalerweise auch so weit im Ostteil, dass es nicht zu weit ist, zu unserem Garten hier in Rosenthal, in Pankow, tief in Pankow drin. Nein, aber ich sehe ganz einfach mit dieser Eigensuchproblematik, dass es diese harte Flächenkonkurrenz gibt. Ja. Und ich sage dir eins, ich bin privilegiert, weil ich nicht zu schlecht verdiene und einen festen Job habe. Aber ich frage mich, wie es für Menschen ist, die deutlich weniger verdienen oder vielleicht eine prekäre Lebenssituation haben. Wie kriegen die denn bitte schön in dieser Zeit eine Wohnung? Kann ich mir kaum vorstellen. Finde ich, Und deshalb ist sicherlich, Klammer auf sozialer, Klammer zu Wohnungsbau, extrem wichtig. Ja. Wichtig, viel zu wenig wird da gemacht. Und ich finde nochmal, also wir können jetzt natürlich über Kleingartenanlagen sprechen und muss man da vielleicht irgendwas, oder müssen die bebaut werden oder wie auch immer. Ich finde, es gibt in Berlin, gerade in Berlin, genügend Projekte. Dazu gehört das Tempelhofer Feld, dazu gehören einige Flächen in Pankow. Und mit einem Tempelhofer Feld? Es tut mir leid, wo man längst hätte Wohnungen bauen können. Und man leistet sich den Luxus zu sagen, boah, ich brauche hier mal so ein Flugfeld in der Stadt für mich zum Zelten, zum Rollschuhfahren oder wie auch immer. Und das stimmt halt nicht überein.
Ich finde, es gibt ja durchaus das Projekte macht mich sauer, auch. Ehrlich ja, gesagt. Aber es gibt sicherlich auch Projekte auch innerhalb des Tempelhofer Feldes oder auch der frühere Flughafen Tegel. Die sind sicherlich, die haben einen Ansatz, der ist gut. Es gibt Entwürfe zum Tempelhofer Feld, ja. Die beides quasi vereinen wollten. Ja. Also so Freifläche, Wohnung, das wäre alles möglich gewesen, aber man macht dann einen so dödeligen Volksentscheid. Also es tut mir leid, ich kann es nicht verstehen und dann möchte ich das Gemecker auch nicht hören. Dann möchtest du das da geben. Bin ich ein bisschen angepisst. Ja. Bin mal gespannt über die ganzen interessanten Kommentare, die dazu kommen werden. Aber das können wir ab, ne? Das können wir ab. Mit Kritik können wir auch leben. Aber was wir damit ja sagen wollen, ist, dass Kleingartenanlagen nur dann einen Bestand haben können, wenn sie der Allgemeinheit, also zumindest ist es in Berlin so, wahrscheinlich in Hamburg und anderen Großstädten nicht anders, wenn sie der Allgemeinheit was bieten und nicht nur den PächterInnen, den Einzelnen, die sich hier, ich sage jetzt mal ganz blöd, sonnen und ihr eigenes frisches Bio-Obst und Gemüse anbauen. Ja? Nein, Nicht schlecht, aber man kann es auf den Punkt bringen. Wir wollen euch hier. Genau. Wir wollen, dass ihr hier Freizeit verbringen könnt, dass man sich treffen kann, sich austauschen kann, dass das wirklich eine Gelegenheit ist, Freizeit zu verbringen. So. Ja, und, oder? Ich glaube manchmal, dass das den ganzen, nicht, ich will nicht sagen den ganzen, aber dass es vielen KleingärtnerInnen gar nicht bewusst ist, ja, wie sehr die Anlagen speziell in Berlin bedroht sind. Ja. Es ist ganz einfach so, dass Anlagen, die sich nicht wichtig machen, ja, dass Anlagen reihenweise platt gemacht werden, wenn sie nicht wichtig sind oder sich nicht wichtig machen. Und dagegen müssen wir. Und da hilft es nicht, sich irgendwie so ein kleines schöne Grüße an Kommentator in Bezug auf. Da hilft es nicht, dass Alibi. Insektenhotel sich in den Garten zu stellen oder hier in die Anlage zu stellen, absolut ganz und gar nicht. Da muss mehr bei rumkommen. Es gibt so viele tolle Projekte, die wir auch besucht haben. Also ich erinnere mich nochmal an den Naturgarten von der NABU oder irgendwie sowas NABU, war das. Genau. Dann waren wir ja hier auch in Pankow, war diese ganz kleine Gartenanlage Hoffnung. Mit den Hochbeeten, ne? Mit den Hochbeeten, aber auch mit einem großen Trampolin für alle Kinder irgendwie. Möllersfelde, der Klimaschaugarten. Ja, und jetzt nochmal Hoffnung, die das auch geöffnet haben, wo auch gesagt wird, okay, natürlich können da auch Kinder hinkommen, die nicht im Kleingarten verhaftet sind. Also von außen und die können da spielen und wie auch immer. So, und das ist so wichtig und das kostet uns doch nicht viel, ganz im Ernst. Also, ja, und da liebe Grüße nochmal an dieser Stelle an Norbert. Da nützt es dir gar nichts, wenn du im Flächennutzungsplan als Kleingartenanlage irgendwie eingeschrieben bist. Wenn der Wohnraum knapp wird in Berlin, dann werden unwichtige Anlagen, und unwichtige Anlagen sind einfach welche, die für die Allgemeinheit nichts zu bieten haben, dann werden die halt einfach platt gemacht. Ja, man muss sich auch Konzepte überlegen können. Ich war zum Beispiel, da war dann auch eine junge Frau, knapp 40 Parzellen in der Anlage und sagte, wir haben gar nicht den Platz für jetzt ein Hochbeetprojekt zum Beispiel. Mhm. Ja, dann, so blöd es klingt, aber dann muss man einfach kreativ werden. Dann muss ich mir überlegen, da habe ich halt diese 40 Parzellen und diese 40 Parzellen sind meinetwegen alle, die hatte auch, glaube ich, erzählt, dass sie da eine Laube drauf hatte, die auch recht groß war, 100 Jahre alt, dann sage ich, na klasse, ist doch toll, da kann ich doch eigentlich Geschichte zeigen. Ich sag jetzt mal was. Ja, oh, jetzt kommt's wieder. So, jetzt, ich habe ja das mit den alteingesessenen Schnöseln. Das war, glaube ich, genau auch an dieser Stelle tatsächlich. Oh ja. Gott, da habe ich ein bisschen Ärger bekommen. Ich sage jetzt aber noch mal was. Wer sich nicht engagiert, Kleingärten nutzbar zu machen, wichtig zu machen, offen zu halten für Menschen, ach Gott, der hat auch keinen Kleingarten verdient. Das ist auch ein Stück weit soziales Projekt, was wir hier machen. So. Genau, es ist uns extrem wichtig, ne, dass es ein soziales Projekt ist. Ich glaube, es ist wichtig, Leute zu ermutigen und Motivation zu geben. Und das heißt, es geht gar nicht darum, irgendwelche Leute anzumachen, weil sie ihren Garten falsch anlegen oder wie auch immer. Ich glaube, das, wo wir gemeinsam drauf schauen können, ist, dass Kleingarten einen Sozialnutzen hat. Dass der Kleingarten für Menschen erfahrbar ist, erlebbar ist. So wie bei uns hier in der Gegend, wo ganz viele Menschen wohnen, die sich keinen Garten leisten können. Das ist unsere Aufgabe und das können wir umsetzen. So, und das finde ich wichtig und es gibt keine Ausrede, das nicht zu tun. Genau so ist es. Welcher Kleingartenverein würde uns
morgen zu sich lassen, um uns zu zeigen, wie wichtig sie sind oder warum sie wichtig sind. Oh, das ist gut. Ladet uns ein. Ja. Zeigt uns euer Konzept, zeigt, was ihr macht für Menschen, ja, die auch von außen in den Kleingarten kommen wollen. Das ist super. Finde ich eine klasse Idee. Zeigt, das ja, ist zeigt, die Idee, du jemals zeigt uns, ladet uns ein, um uns zu zeigen, warum eure Kleingartenanlage nicht platt gemacht werden schützenswert ist. Schützenswert ist, ne? Genau. Denn Gründe, sie Hallo. Zu schließen, Gründe, sie zu schließen, gibt es allein wegen des Wohnraums genug. Das muss man ja einfach so sehen. Es gibt genügend Gründe zu schließen und die Gründe, sie offen zu halten und sie wichtig zu halten, die können nur wir schaffen. Ja. Und das gibt tatsächlich noch sehr, 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 sehr viele mehr. Wir müssen sie einfach nur nutzen. Wir müssen das machen. Ne? Oh, machen wir. Krass, bei Andi gibt's eine Melone. Bei Andi gibt's eine Melone. Warum erntet er die denn nicht? Physik nicht. So, gleich mal Andi fragen, warum der die Melone, die will ich haben. Boah, die sieht total geil aus. Das ist ja unglaublich, oder? Ich frage den gleich mal. So, und hier ist nämlich auch wieder Fest heute. Saisonabschlussfest. Ja. Wollen wir die Saison abschließen? Nein, wollen wir nicht. Wir haben noch einiges zu tun. Wollen wir nicht. Und das war heute auch wieder ein ganz schönes Fest. Wir hatten ja letzte Woche den großen Umzug, Rosenthaler Herbst. Oh ja, schaut euch das Video ruhig nochmal an. Das war super. Jetzt, heute hatten wir eben den Saisonabschluss. Und ich bin kein Vereinshansel, ehrlich gesagt. Aber es macht mir immer mehr Spaß. Mhm. Du hast dich auch richtig schön, du sahst auch glücklich aus da. Ja, ja, es war so. Du hast zu lange geredet, aber ich fand es irgendwie ganz nett. Sehr schön. Drücken. Es ist Zeit. So, sieht es hier aus bei uns im Kleingarten und in der Anlage. Ja, heute mal wieder eine ziemlich politische Folge. Wir würden uns freuen, wenn ihr in die Kommentare mal so richtig reinschreibt, was ihr darüber denkt. Ja, egal, ob es um das Tempelhofer Feld geht, um eure persönliche Kleingartenparzelle oder den Kleingartenverein, Engagement. Ja, wir sind sehr gespannt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich habe jetzt einen Termin. Ich muss mich noch schnell umziehen, Bewerbungsunterlagen ausdrucken. Kalendereinträge um 16.04 Uhr. Ja. Möchtest du den Eintrag erstellen? Darum geht's nicht, nein. Ich muss mich jetzt losmachen, denn ich habe heute noch eine Wohnungsbesichtigung. Wie ja schon erzählt, auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Weil Martin und ich auseinandergezogen sind, drückt mir die Daumen, dass sie mir gefällt und drückt mir vor allem auch die Daumen, dass ich dem Besitzer gefalle, der da heute auch bei ist. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in alter Frische. Ich freue mich auf jeden Fall. Leute, wir haben noch einiges für euch auf Lager. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.